Name ist Frank Bittner, Bürgermeister der Stadt Dinklage. Am heutigen Tage fand die zweite Preisgerichtssitzung bezüglich des Investorenwettbewerb Altes und Neues Rathaus statt, hier im Rheinischen Hof. Das Gremium hat sich am heutigen Tage für den Entwurf der VR Bank Dinklage und dem Büro Angelis und Partner aus Oldenburg entschieden. Das Nachsehen hatte dementsprechend MBN als Investor mit dem Büro Rohling und Partner aus Osnabrück. Ausschlag gegeben hat sicherlich zum einen die städtebauliche Funktionalität dieses Gebäudes. Man hat gesehen, dass die Arkaden, die dieses Gebäude hat, sich widerspiegeln bei den anderen Gebäuden rund um den Marktplatz. Die Giebelform ist erhalten oder spiegelt sich im Stadtgebiet wieder. Und natürlich, was ganz, ganz wichtig war, und das war auch immer mein Anliegen im Vorfeld, ich möchte einen Ratssaal haben, der separat nutzbar ist. Und der hier hat ja hier ein sogenanntes Alleinstellungsmerkmal, kann man, denke ich, wohl sagen. Der ist nutzbar für Vereine, für Verbände, für die Musikschule, für Vorlesungen, wie auch immer. Das ist mir ganz, ganz wichtig gewesen. Der soll also am Wochenende auch als Kulturstätte nutzbar sein. Und das ist hier auch ein Merkmal, was ganz deutlich hervorsticht.